Ja, Intro. So. Hallihallo, Hallöli, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteurern und ich bin Heiko, das ist Franz und wir sind nicht ganz dicht. Heute, wir lieben dicht von Sudal. Gut, haben wir untergebracht. Ganz dicht sind wir aber auch nicht, deswegen müssen wir das hier abdichten, diese kleine Lücke, die quasi in unserem Container ist. Ja, irgendwie haben wir so eine Lücke. Also normalerweise sind hier die Containerwandtüren und wir haben diese ausgebaut, also die sind rausgekommen oder waren schon ausgebaut und wir wollen jetzt eine feste Wand einbauen. Wir haben uns jetzt verschiedene Dinge überlegt und wir müssen gucken, dass wir hier nicht runterfallen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten an sich. Also wir haben einmal die Möglichkeit, dass wir die Containerwand, so wie man es eigentlich bauen sollte, wenn man nicht ganz dicht ist, baut man es natürlich ganz, also baut man es wieder anders, dann wäre es praktisch hier, da wo die Türen auch wirklich waren. Wir wollen aber jeden Mikromillimeter von diesem Haus nutzen. Also was machen wir? Wir verlängern den ganzen Spaß und gehen hier auf die Außenkante. Dadurch gewinnen wir 15 cm, müssen aber mit Winkeln arbeiten. Also wir müssen hier Winkel anbringen rüberwärts und wir müssen auch hier oben Winkel anbringen. Also da, wo früher die Containerschuhe für die Tür waren. Da haben wir noch ein lustiges Loch, das muss auch noch zugeschweißt werden. Ob das Ganze funktioniert oder nicht, wir haben keine Ahnung. Aber das ist ja schon die ganze Zeit so, das wird sich auch nicht verändern. Von daher gesehen, wird das schon irgendwas werden. Probieren wir es aus. Wir haben von einem namhaften Containerhersteller haben wir extra die Platten bekommen aus Finnland. Ganz toll. Also diese Platten haben gesagt, wir wollen diese Türen austauschen. Und was war als erstes, was hat er gemacht? So ein Stück zu kurz. 34 cm zu kurz. Man muss ja sagen, diese Hi-Cube Seecontainer, die sind auch nicht in irgendeiner Form genormt, sondern nein. Jeder hat eine andere individuelle Größe. Das hätte man auch nicht richtig machen können. Aber wir haben ja von unserem Technik-Container, haben wir von der Tür das Blech rausgeschnitten. Das, was ihr gerade hier an dieser Stelle seht, da kommt ja dann die Tür rein und das benutzen wir eben als Mittelstück und füllen es damit aus. Das hat zwar ein anderes Trapez oder eine andere Trapezform, aber denke, durch das, dass der Technik-Container dann hier stehen wird, sieht das keiner und was man nicht sieht, ist schon okay. Ne? Denke ich auch. Ja. Also das ist ein bisschen wie, darf ich wieder nicht sagen, man darf ja heutzutage nichts mehr sagen. Okay, ich sag's trotzdem. Wenn du irgendwo eine komische Delle an deinem Po hast, dann ziehst du dir halt eine Hose an, dann sieht's auch keiner mehr. Ne? Und genauso machen es wir auch. Wir stellen einfach den Technik-Container davor, dann wird schon keinem auffallen, dann kommt der Wandaufbau noch drüber und dann passt der ganze später, Lack. Wenn wir die Durchbrüche vom Technik in den Hauptcontainer machen wollen, ist das bestimmt viel leichter dadurch. Ja, ich denke auch. Das ist ein dünneres Blech, das wird schon passen. Nee, die sind ja. Sind gleich, sind nur anders geformt. Sind nur anders geformt. Aber die Form ist bestimmt viel einfacher. Ja, die Form ist viel einfacher. Ich denke auch, die Form ist viel einfacher. Wobei wir immer noch keine Ahnung haben, wo wir überhaupt unseren riesengroßen Kabelschacht durchlegen wollen. Und das Ofenrohr. Und das ist ja auch wirklich ein Thema. Ne? Mhm. Wenn du jetzt sagst, du hast hier den Technik-Container, hier hast du den Wohncontainer. Also hier haben wir die 20 Kilowattstunden Batterien eben drin in unserer großen Energieeinheit, also in diesem Schaltkasten. Mhm. Wenn die zum Brennen anfangen würden und wir hätten alles in einem Raum, dann wären wir halt einfach tot. Und da wir ja schon risikobereit sind, aber nicht dumm, wir sind nicht dumm, aber wir sind nicht dicht. Und Sudal. So. Und dann ist es so, dass wir halt trotzdem versuchen, finde ich jetzt persönlich, das Maximale rauszuholen, aber eben schon getrennt voneinander. Bedeutet, alle technischen Leitungen müssen nach innen rein. Und da gibt es von der Bahn oder die Bahnarbeiter nutzen das. Also da gibt es so Dichtstoffe, da kannst du alles durchlegen. Und dann ist das so ähnlich wie Bauschaum, das sprühst du rein. Das wird dann wie so ein Gummiball. Also bleibt elastisch, also bleibt dass es elastisch. Nicht reißen kann oder keine Lücken entstehen können. Genau. Und hat aber 60 Dezibel Schallschutzfilter. Das bedeutet, wir werden von der Technik werden wir innen drin nicht genervt. Weil wir ja 60er Dezibel Wände haben, an sich ideal. Müsste funktionieren. Aber vielleicht sollten wir vorher überhaupt dieses Blech hinbekommen, bevor wir schon von irgendwas träumen, was noch gar nicht erfallen. Bevor wir die Wand durchbohren, bauen wir sie erstmal ein. Ja, genau. Bevor wir sie durchbohren, bauen wir sie ein. So, jetzt zeichnen wir die ganze Sache an, längen das Ganze erstmal ab und dann wird dort schon. Ne?
ja. Versuchen nicht da reinzufallen. Das habe ich schon mal gemacht, war nicht toll. Ja, genau. Ja, das sah relativ lustig aus. Da hatten wir leider die Kamera nicht an. Da gab einen riesen Spaß. Franz lag wie so eine abgekaterte Leiche da drin umeinander. Da haben wir schon gedacht, wir haben den Arbeiter verloren. Und wir waren ein bisschen sauer, weil er kein Video gemacht hat. Mhm. Ah, naja, so ist das halt eben. Naja, ich stürze hier erstmal ab und es geht gleich weiter. Naja, jetzt haben wir ja trotzdem schon einiges geschafft und konnten diese, wenn ich setze mal meine hier hochprofessionelle Schweißerbrille auf, man merkt schon, wie die Funken fliegen. Nee, wir wollten heute mal einen Erfolg. Ne? Ja, ich halte mal so. Veränderung. Eine Veränderung musste sein. Tolles Ergebnis. Ja. Wir hatten nämlich heute noch Besuch von Lilly, unserem kleinen Hund von früher. Vielleicht Adoptivhund, der hat uns nochmal besucht. Und er hat uns so eine Stunde oder zwei aufgehalten, weil wir dann, naja, wir mussten als Ersatzeltern mal wieder ran und den Hund glücklich machen. Streicheln und spielen. Ja, alles. Ja, wir sind ganz stolz, dass das jetzt hier so einigermaßen hingehauen hat. Ich hoffe, das hält über Nacht, bis wir dann morgen wirklich weiterschweißen und dass das nicht in unser Haus reinfällt. Ne? Dann hätten wir einen doppelten Container. Ne? Also so. Eine Brücke zum Haus. Ja, langsam merkt man, dass der Kreislauf ein bisschen abkotzt. Deswegen gehen wir rein und machen uns was zum Essen. Bis morgen. Thank you.
Ja, natürlich haben wir kein Abschlussbild gehabt, wo wir jetzt das alles da so reingeschweißt haben, die Wand. Aber nur, dass ihr mal den Beweis habt, so gut wie ich jetzt getan bin, hinter dieser Wand, dass ihr den Beweis auch habt, dass diese Wand wirklich steht. Also wir sind jetzt schon bei der Dämmung und bei den Habitoplatten. Genau. Und was waren eigentlich so die größten Probleme beim Einschweißen der Rückwand? Ja, vor allem der obere Bereich hier. Weil ihr müsst euch vorstellen, du stehst auf so einer kleinen wackeligen Leiter da, ungefähr so, hast nur einen Baumwollpulli an, weil der ja, also keine Synthetik, dass es sich nicht in die Haut reinbrennt, wenn es schmilzt. Ah, und es tropft die ganze Zeit. Und die ganze Zeit runter. Schweißt du nach oben mit diesem, wie heißt es, mit dem Fülldraht schweißen. Fülldraht hat den Nachteil, dass es unheimlich spritzt und winzig kleine flüssige Stahlperlen in der Luft verteilt, die natürlich dann auf deinem Oberarm, ich weiß gar nicht, kann ich das mal, dann müsstest du nackt werden. Ne, außer du gehst vielleicht daher und öffnest, das kann man nämlich bei Hemden. Ja, ich weiß noch nicht, ob es da bis da oben reicht, aber du kannst mal gucken. Ah ja, warte mal, hier sieht man das noch aber sehr da schön. Aber da sieht man es noch ein bisschen, ne? Nee, warte, da sieht man es vor allem schön. Ah ja, das genau. Sind diese einzelnen Perlungen, nicht ganz so nah, weil die GoPro kann das nicht. So, das sind die einzelnen Perlungen und überall die Brandverletzungen. Ja. Und du stehst halt die ganze Zeit drunter und es tropft dann immer wieder drauf, dann zwischen, weil du hast ja dann diese Maske auf. Das heißt, du siehst ja die sehr, sehr wenig. Die erste Schweißermaske war ja der Hammer. Die war der Hammer, ja. Die hat ja gar nicht funktioniert. Ja, also wenn wir da und alles blind gemacht hätten, wäre es exakt das Gleiche gewesen. Ich habe sie mir am Anfang nicht geglaubt. Ich habe ihr gesagt, du lügst mich an. Er hat gedacht, ich bin einfach unfähig. Nein, ich sagte, du bist unfähig. Da habe ich durchgeguckt und habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du blind. Ja, du siehst wirklich gar nichts. Wer kommt denn bitte auf so eine bekloppte Idee? Dir merken, wo du hin musst. Ja, dann kann ich auch gleich. Der Klaus, unser Nachbar, der hat das ja erzählt, wo er mal für irgendein Projekt auch was ein paar, also ja, auch nur so hobbymäßig ein bisschen was schweißen musste. Er hat einfach eine Sonnenbrille aufgesetzt und die Augen zugemacht, wenn es halt zu hell wurde. Ja, das ist halt hier anders. Ja, ja. Das ist ein bisschen brachialer, würde ich sagen. Zusammenfassend auch nochmal, wir haben uns ja dazu entschlossen, das an die Außenkante, also wir haben, der Container hat ja diese Flügeltüren, die ausgebaut waren. Und dann haben wir ganz, ganz hinten und haben mehr zusätzliche L-Winkel angebracht, um das zu verlängern, dass der Container, der zweite, der Technikcontainer, ja näher dran war. Mhm. Und dadurch konnten wir jetzt diese komplette Wand plus dieses Ofenrohr einfach einfügen. Und hier würde normalerweise unser Raum beginnen. Genau, wir haben also, jetzt, ich würde sagen, 12, knapp 15 Zentimeter an Raum an Innenraum gewonnen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, das ist ja das Wohnhaus ist ja ein 40-Fuß-Container, das ist natürlich schon ein immenser Zuwachs. Ja, vor allem, wo wir ja bei unserer kompletten Planung der Inneneinrichtung eigentlich komplett vergessen haben, dass unsere Fußbodenheizung ein Bedienungsmodul hat, was ungefähr 12 Zentimeter stark ist. Deswegen ist es an sich ganz gut, dass wir das anders geplant hatten, dadurch 15 Zentimeter gewonnen hatten und das sich jetzt wieder dadurch ausgeglichen hat. Man muss aber schon sagen, so eine Rückwand einschweißen ist die abgrundtiefe Hölle, der Hass in Dosen. Also vor allem, ich fand jetzt draußen ging es sogar, wenn du jetzt wirklich davor stehst und du machst dann immer kleine Nähte, gehst wieder woanders hin und so, aber wirklich hier drunter dann über Kopf, dann ist es ja eh schwierig über Kopf, weil das flüssige Metall will ja hier hinfließen, du bräuchtest es aber da oben. Ja, und mit dem Finger kannst du es ja nicht hochschieben. Nicht hinstupsen, nee. Ist ja nicht wie Silikon. und dann... Ja, dann, wie gesagt, du siehst es erst nicht, dann setzt du dir die Maske kurz ab, dann denkst du, oh, warum brennt eigentlich mein Pullover? Dein Rücken einmal gebrannt. Ja. Franz, du stehst in Feuer. Was? Franz, du stehst in Feuer. Nee, mein Handschuh geht noch. Nein, dein Rücken. Ja, ich habe das schon gemerkt, da war es irgendwie angenehm warm. Es war ja arschkalt auch die ganze Zeit. Ja, wenn es dann mal warm wird, ne? Wir haben dann Spiritus drauf gegossen, dass es ein bisschen wärmer wird. Also da macht man jetzt Witze drüber, aber so witzig ist das gar nicht. Ja, man muss da schon aufpassen. Also, das war ja so, geht Richtung Weihnachten dann auch, Advent. Ein Franz, der brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn der fünfte Franz brennt, weißt du, dass die Weihnachten verbrennt. Mhm. Also das war schon irgendwo eine echte Nummer. Wir müssen aber auch jetzt nochmal zur Reflexion für jemanden anderen, der vielleicht auch ein Tiny Home bauen will, außen im Schiffscontainer, also
Seekontainerhaus. Mhm. Sollen wir die Türen drin lassen oder sollen wir sie rausnehmen? Ja, also was wir ja festgestellt haben, also dieses System, wie wir es im kleinen Container ja jetzt haben, dass die Türen drin sind und man sie im Prinzip, also wenn man sie noch öffnen will, für aus welchen Gründen noch immer, und sie dann so isoliert und so weiter, ist ja schwieriger, finde ich jetzt, als eine Wand reinzuschweißen. Also wenn du eine Wand reinziehst und du isolierst die ganz normal, dann hast du ja einfach mit einem Taupunkt überhaupt keine Probleme, ja. Das kriegst du hin. Mhm. Das Problem an diesen Schwingtüren ist, dass diese Türen ungefähr diese Breite von einem Zollstock haben, allerdings die Gummidichtungen nur so dick sind und in dererlei Phase, also in diesen 2 Zentimetern, da habt ihr einfach nur Stahl. Und ja, das könnt ihr kaum isolieren. Und da sind wir jetzt gerade beim Technikcontainer ja draufgekommen, dass es ja da dann immer noch Kondenswasser gegeben hat, was jetzt beim Technikcontainer nicht so schlimm ist wie bei unserem Wohnhaus. Mhm. Aber im Endeffekt müssen wir die Wand jetzt nochmal rausreißen bei den Flügeltüren und jetzt einen innenliegenden Holzrahmen bauen. Das zeigen wir euch nochmal in einem anderen Video, aber jetzt erstmal, wie wir es uns vorstellen. Mhm. Wie mit einer Drittstufe, also wie... wie so eine Laibung nochmal schaffen. Wie so eine Laibung, dass im Endeffekt kein luftleerer Raum entstehen kann. Mhm. Jetzt wurden wir kurz unterbrochen in den Serienbildmodus und haben uns so ganz schnell bewegt, so wie kleine Skeletters, ne? Das ist so dieser Robotic-Style. Robotic-Style, ja. Mhm. Wir wollten eigentlich so, wie heißt es bei den Clowns, dieses Crumping. Ja? Da sind wir zurzeit auch gut, oh mein Kreuz. Ja, das geht auch relativ gut, aber ist ja egal. Und da muss man auf jeden Fall so eine Laibung erschaffen, also dass diese Türe dann wie eine Holztüre, jetzt zum Beispiel in Schweden, dass die ineinander greifen, was relativ schwer ist. Es gibt ja viele Tiny House Bauer, die sagen, ich möchte ja mein Tiny House auch verschiffen können. Mhm. Also als Seekontainer wirklich draufstellen und dann verschiffen. Und deswegen haben die dann so eine Glas, also hier praktisch eine Schiebeglas-Fenster. Und wo man dann das so aufschieben kann und dann kommt erst die Flügeltüren. Und die sind dann normalerweise, wenn man steht, dann offen. Das geht natürlich schon, das haben wir oft in Großbritannien, gesehen. Das kann man schon machen. Man braucht dann allerdings auch verschließbare Fenster wieder mit Metall, dass man es wirklich verschiffen kann. Ja. Was dann aber auch wieder, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt sagst, du willst eine Autarkie, dann bräuchst du ja wieder Solarzellen, das kannst du dann wieder nicht haben, dann geht es auch wieder nicht Autarkie. Dann ist es eigentlich leichter, sich einen Baustellencontainer in einem anderen Land einfach kurz zu kaufen, weil er bessere Qualität hat er dann einfach nicht. Ja. Also wenn ihr die Türen jetzt drin lassen wollt und ihr sagt, ihr müsst sie nicht unbedingt öffnen, dann würde ich sagen, komplett aussilikonieren. Und dann diese Zwischenräume mit Bauschaum füllen? Und eigentlich ganz anders. Wenn du jetzt sagst, du willst es wirklich drin lassen, dann ist es ja so, der Gummi, der rottet ja irgendwann. Mhm. Das sieht ja von außen zwar cool aus, aber ich würde es fast zuschmeißen, dann komplett drüber lackieren, dann hast du zwar diesen Look, aber eine hermetische Abriegelung. Bestimmt, ja. Und wenn du es versiegelst mit Lack, dann ist es ja auch wasserundurchlässig, weil Schweißnähte sind ja nicht diffusionsdicht, sondern werden... Die ziehen das Wasser sogar ja durch. Die ziehen das Wasser durch, die werden ja dann eben veredelt, wenn sie lackiert werden. Mhm. Und das würde ich machen. Und innen drin, diese Hohlräume, die würde ich genauso wie bei den Fenstern mit dieser Schallschutzdichtmasse, das sieht aus wie so ein Silikon eigentlich. Ja, ist ein... Von wem war denn das überhaupt? Also Sudal zum Beispiel haben wir sehr, sehr gute bekommen. Genau, Sudal hat so eine Schallschutzmasse. Dichtungsklebemasse. Und die haben wir ja bei den Fenstern reingesprüht und das hält ja wie Granate. Mhm. Dann ist das Ding zu, du hast diesen lustigen Container-Look noch, der ja auch sehr, sehr geil ist. Und kannst dann ja von innen, das haben wir ja bei den Türen jetzt auch tatsächlich gemacht, auch wieder mit Styropor und Amazon und so weiter dann die Isolation. Kannst ganz normal dann drauf isolieren. In diesem Sinne, das war die Harakiri-Aktion von wir bauen uns da eine eigene Wand. Neue Rückwand ein, ja. Ja, falls ihr das am Anfang des Videos nicht verstanden habt, wir haben von einem der namhaftesten, also der größte Containerhändler, und der hat uns 2 Platten gegeben, die wir auch bezahlt hatten. Mhm. Deswegen war es ja so schön, der dann gesagt hat, hey, fickt euch! Ne? Und er hat gesagt, so, hey, fickt euch! Ne? Also hat er dann so gesagt, fickt euch! So nach dem Motto,
wir sind jetzt dran schuld, warum er nicht weiß, wie breit der Container ist, währenddessen wir ihm genau gesagt gehabt haben, wie groß diese zwei Teile sein müssen, mit genauen Maßangaben. Und er hat uns ja sogar noch gesagt, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, ihr könnt die sogar überlappend einbauen. Ja, ist ja klar. Und also das war nochmal Sarkasmus, das war ein Volldepp. Und das Zweite, was wir ja von ihm erhalten haben, das war ja der Technik-Container, der kleine. Nur wie scheiße wir im Schweißen sind und wie scheiße aber eigentlich die Profis auch sind. Ja. Weil da war nämlich ein fettes Loch, da ist über einen Eimer Wasser bei einem Niederschlag reingelaufen. Ja. Wir haben es dann später mit so großen Aufziehspritze dann nochmal nachgetestet. Und das fand ich schon echt mega extrem, weil zu dieser Zeit, weil ja Corona dann rumgehüpft ist und versucht hat, jeden zu töten, hat es natürlich auch den Containermarkt getötet. Also nicht nur Menschen, sondern ja auch den Containermarkt. Vor allem ja die Wirtschaft eigentlich. Und da war es ja so, vor allem die Wirtschaft. Gott sei Dank, anders wäre es ja schlimmer gewesen. Aber da war es ja so, die hat sie wirklich getötet und dann mussten wir den Technik-Container sogar für 4.000 Euro uns anfertigen lassen. Ja, und wir haben tatsächlich ja, ich glaube, bei insgesamt, ich würde sagen, 10, 20 verschiedenen Containerhändlern und Herstellern angefragt, bis hin nach Japan und China. Ja, unmöglich. Und die haben ja teilweise so Dinge gesagt, so, oh ja, wir würden uns sogar beteiligen. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, ob und wann wir jemals wieder Container reinkriegen werden. Das kann sich zwischen 3 und 4 Jahren in dieser Größe dauern. Ja. Und tatsächlich, wo wir den Container dann mit dem Kran hinten draufgestellt haben, hatten wir ihn umgebaut, Türen reingebaut, lackiert, da draufgestellt. Und dann haben wir eine E-Mail bekommen von einer Firma und gesagt, brauchen Sie noch einen 4-Zoll-Container? Wir hätten jetzt einen. Ein Jahr und 2 Monate später. Nach der Anfrage, ja. Ein ich meine, man liebt, dass sie sich immer noch gemeldet haben. Super, und mega. Also finde ich auch klasse. Aber erstens war es besser für uns, ihn Maß angefertigt zu haben. Mhm. Wir haben also einen 20-Fuß-Container zusammengeschnitten und haben das dann eben draufgesetzt. So. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von uns. Wir machen jetzt eine lustige Brotzeitpause. Warum erzählen wir eigentlich bei jedem Video, dass wir Brotzeit machen? Das ist vielleicht ein bisschen auffällig. Also abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Falls ihr Bock auf irgendwelche Bücher von uns habt, von der Weltreise. Das war Lieber gehe ich. Lieber zu Fuß um die Welt, als mit dem Mercedes zur Arbeit. Genau, das ist ein systemkritisches Buch, das könnt ihr mal angucken. Und außerdem ist es lustig. Außerdem ist es mega lustig, man lacht sich ein bisschen so den Affen ab. Falls ihr Abenteurer werden wollt, weil wir die Lebensabenteurer seid, dafür haben wir... Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer. 50 Mikroabenteuer, die Spaß und Erfüllung bringen, habe ich genau, so da geht es darum, dass ihr vom Nano-Abenteurer zum Mikroabenteurer wird, vom Mikroabenteurer wird er zum Abenteurer und vom Abenteurer wird er irgendwann zum Lebensabenteurer. Irgendwann steigt er aus, läuft irgendwo in der Welt umeinander oder sitzt genauso wie wir fest und baut 3,5 Jahre lang irgendeinen scheiß Tiny Home umeinander, nur um andere Leute zu unterhalten. Nee, Spaß, wir machen das schon irgendwie für uns, aber... Wahrscheinlich wird dann dazu. Ansonsten haben wir noch so einen lustigen Instagram-Kanal. Der ist total verwaist. Warum geht ihr da eigentlich nie hin? Was ist denn mit euch los? Da kriegt ihr nämlich immer die Updates eigentlich. Also da sind wir am aktuellsten. Also ja, alles, was jetzt gerade so wirklich im Moment passiert, also das, was ihr jetzt hier auf YouTube seht, ist ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre her. Weil wir ja so langsam sind. Also von daher gesehen, wenn ihr mal was Lustiges haben wollt, dann, wie heißt denn unser komischer... Lebensabenteurer. Lebensabenteurer heißt dieser Kanal. Da könnt ihr dann, das kostet auch nichts. Ne? Mhm. Also wir sind komplett... einer der wenigen Instagram-Accounts, wir sind so ganz billige Schlampen, wir sind kostenlos. Ne? In diesem Sinne, viel Spaß und viel Freude. Ich hoffe, ihr habt mich gesehen, obwohl ich diese neue Werbetarnjacke anhabe. Von daher gesehen, jetzt gibt's erst einmal Brotzeit. Bis denn, ciao!